Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play SimCity. Ja, letzte Folge haben wir jetzt endlich das Geld hier bekommen, plus einen Kredit aufgenommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Geld da. Und wir wollen jetzt erstmal weiter bauen. Wir machen jetzt noch minus 1100. Vorhin waren wir mal ganz kurz im Plus gewesen. Ich weiß halt nicht, ich hatte die Steuern vorhin schon erhöht, ob ich die erstmal wieder auf 9 machen soll, dass ich das erstmal noch ein bisschen entwickeln kann hier. Ist vielleicht gar nicht so blöd, das zu machen. Ich schau erstmal, wie sieht's denn aus mit dem Flughafen? Heute angekommene Touristen 260. Es könnten halt echt noch mehr kommen, ne? Jetzt machen wir minus, minus 2600. Ja, aber die Touris bringen ja dann dafür hier Geld. Aber minus 2000? Ja, warten wir mal, warten wir mal. Das war ja schon mal ein Plus gewesen. Das war, wo der Flughafen lief. Also, ich bin mal gespannt. Wie sieht's denn hier aus? Die läuft. Aktuelle Beteiligung 0 von 3000. Sieht's aus mit dem Straßennetz. Das ist ja eigentlich ganz gut vom Straßennetz. Ich komme überall gut hin. Das dürfte erstmal passen. Okay. Mangel an Arbeitern. Okay. Na gut, dann gucken wir jetzt erstmal. Ich würde erstmal schauen, dass wir das Recycling Center vielleicht mal ausbauen. Produktlagerung. 1000 und 1000 Kisten Plastik. Okay. Bearbeiten. Wiederverwertungsanlage für Plastik. Wandelt wiederaufbereitete Materialien in vollwertiges Plastik um, dass die Transporter dann zu Großprojekten, Handelsdepots, Umschlagplätzen oder an die lokale Industrie liefern können. Das sollte man wahrscheinlich bauen. Weil wir haben, was haben wir hier? Wir haben Plastik, ne? Alles klar. So, und das hier ist dann hier Garage für Transporter wiedergewonnene Materialien, Garage für Wertstoffsammelwagen. Dann bauen wir erstmal so eine Wiederverwertungsanlage hier ran. Eine haben wir ja schon. So. Dann brauchen wir gleich noch eine. Wir machen ja, das dürfte ja alles Geld bringen dann. Wiederverwertungsanlage für Metall. Müssen wir dann noch ein Handelsdepot bauen wahrscheinlich, dass wir das auch sammeln können und exportieren können. Da würde ich doch sagen, dann können wir das Kohleding vielleicht abreißen. Und nehmen wir einfach das Handelsdepot, was daneben steht, für Recycling. Das klingt eigentlich ganz gut, weil das Kohledepot wollte ich ja sowieso abreißen. Wiederverwertungsanlage für Metall, das brauchen wir erstmal nicht. So, dann brauchen wir jetzt, das sind wiedergewonnene Metall. Wiederverwertungsanlage. Ja, wir müssen dann das hier bauen wahrscheinlich, wiedergewonnene Materialien. Unterstand für einen Recycling-Transporter, der den Firmen bei Bestellung wiederaufbereitete Kunststoffe, Metalle oder Legierungen bringt. Okay. Und was steht hier? Erhöhen Sie die Sammelrate beim Recycling mit einem zusätzlichen Lastwagen. Okay, können wir... Gut, also das ist fürs Einsammeln. Jetzt komme ich da auch dahinter. Und anscheinend können wir auch alles bauen. Das sollten wir auch mal machen, ganz dringend. Damit das Zeug erstmal überhaupt hierher kommt. So. Ja, können wir doch hier bauen. Das ist doch super. Jetzt habe ich hier drauf geklickt. Wollte ich gar nicht. So. So, jetzt hätten wir. Und jetzt das hier noch. Krass, ey. Das kann man ja ganz schön gut ausbauen. Dann machen wir zwar auch ein bisschen mehr Minus, aber wir sollten ja dann auch mehr Plus machen, hoffe ich, weil die Recyclinganlage ja Gewinn abwirft. Leichtmetall für Bewertungsanlage. Hä? Ich habe schon das Richtige jetzt gebaut, hoffe ich. Das kriege ich ja nicht mehr hin, oder was? Das ist ja blöd. Geht nicht. So, das sind aber Wiederverwertungsanlagen für Plastik. Plastik. Hätte ich hier vielleicht von allem eins bauen sollen, wäre das besser gewesen. Da bin ich mir gerade noch unsicher. Wir lassen es erstmal so. Und da würde ich jetzt hier das Kohleding einfach mal abreißen. Geld haben wir ja eigentlich genug, auch wenn wir jetzt nicht so viel Plus machen. Geschlossen, Lager voll. Kommt sowieso nicht hinterher. Ist ja scheiße. Aber ich würde das schon gerne abreißen jetzt. Auch wenn es schade drum ist eigentlich, weil wir dadurch gut Geld machen durch Export eigentlich. Ja, vielleicht sollte ich ja erstmal noch das hier leer machen wenigstens, dass wir noch ein bisschen an Kohle kommen. Ich mach das mal. Habe ich das denn schon voll ausgebaut hier? Sieht so aus. Okay. Und ist es auf Export gestellt? Halt. Weltmarktlieferung verwalten. Ist eingestellt. Okay. Da baue ich jetzt mal noch ein Handelslager mit Kohle und ein Handelslager für die Plastik hier, was die hier wiederverwerten. Ist hier unten gewesen, ne? Ja. So, Handel. So. Das können wir doch. Ja, ich würde ja...
Sollen wir das mit dem Strom jetzt schon mal machen, dass wir den Strom aus Dirty Bean kaufen? Das müsste da eigentlich gehen, wir haben zwei Reaktoren drüben. Ich drück mal Pause. So, jetzt auf Strom. Weil ich habe ja schon eigentlich, dass wir Wasser kaufen von drüben, ne? Ja, ich glaube, das Wasser reicht noch nicht ganz, dann müsste ich da noch eine Pumpstation bauen. 320 Megawatt verfügbar. Können wir mal gucken, was wir brauchen, sicher. Wir sind ja schon bei Strom. Benötigt 150. Na also, da passt das doch easy. Notfalls bauen wir drüben ein Atomkraftwerk, haben ja genug Geld. Ach, die Sonne nervt mich gerade übel. Das ist übel. Ich sitze hier im Pullover, ne, und die Sonne scheint voll auf mich drauf. Ich sehe kaum was. Aber ich habe eine Mütze auf, damit ich nicht geblendet werde. Und mir ist auch übelst warm. Meine Fresse, ey. Aber es dürfte bald vorbei sein. Das ist ja eigentlich cool, so schönes Wetter ist, aber jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Okay, kaufen den Strom ab, kaufen. So. Das passt jetzt erstmal. Gratis zusätzliche Fahrzeuge zum Müllentsorgung schicken. Das brauchen wir eigentlich nicht. Kommen Sie mir nach, wir stellen Abwasser, haben wir schon. Oder wollen wir doch Abwasserkapazität, den können wir auch kaufen. Weiß ich aber nicht, ob das dann schon reicht. Müssen wir da mal gucken. So. Hier wieder drauf. Und jetzt könnten wir das Kraftwerk abreißen. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. So. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe nur, dass sie den Strom nicht erst noch liefern müssen, dass es 10 Minuten dauert. Das sieht erstmal ganz gut aus, ne? Ist überall noch Strom. Schauen wir mal. Okay, da können wir jetzt das hier weiter ausbauen. Haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Platz, was ja nicht schlecht ist. Und mich nervt es auch, wie ich den Flughafen gesetzt habe, weil der hat ja auch eine negative Auswirkung auf die Häuser. Ich hätte den Flughafen vielleicht lieber hier hinbauen sollen. Soll ich das jetzt mal machen? 520 Touristen sind heute angekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das scheint da zu steigen. Dann müsste doch langsam das jetzt hier wieder nach oben gehen. Und jetzt 2000... Ach, das kriegt man schon noch hin. Das wird schon noch. Was hat denn der Flughafen gekostet? Flugzeuge. Hier. 85.000. Ich überlege echt, ob ich den abreiße und hier links oben hinbaue. Und dafür hier Wohngebiete. Das wäre, würde Sinn machen. Weil dann wäre das automatisch viel attraktiver hier. Ich mache das jetzt. Der wird doch dann hoffentlich hier hinpassen. Ich schaue erstmal. Flugzeuge. Ei. Nee, das Recyclinglager im Weg. Ich könnte das hier aber abreißen. Soll ich das jetzt machen, wirklich? Ich probiere es einfach mal. Nee, ich muss eigentlich nur die Straßen wegmachen hier. Das wird nicht funktionieren in dem Spielding. So. Das ist cool, Mann. Das ist cool. So, hier noch. Wieso kriege ich das hier nicht weg? Ah, jetzt geht's. So, das könnte ich eigentlich lassen, aber egal. So, und den Weg kann ich ja sowieso wegmachen. Der gehört auch zur Müllanlage. Dann bauen wir dann auch gleich mal noch Bäume hin. Das mache ich jetzt mal noch fix, bevor ich es dann wieder vergesse. So, damit der Boden wieder sauber wird. Da würde ich den Flughafen nämlich gar nicht komplett ausbauen, sondern so gucken, dass er erstmal 500 Passagiere oder so schafft. Und sobald das am Cap ist, würde ich den dann weiter ausbauen. So dürfte man sogar Geld sparen dann, weil wir ja dann nicht so viel extra Gebäude da haben. Schade, dass man hier nichts noch bauen kann. So, okay. Dann gucke ich jetzt nochmal, dass wir den Flughafen bauen können. Sehr gut. Eigentlich können wir, ich würde den ganzen Rand bauen wollen. Das muss ja irgendwie auch gehen. Straße. Am besten, ich baue hier gleich was mit hoher Dichte, oder? Na, ich baue jetzt erstmal einen Rand. Passt schon. Kann sein, dass das zu eng ist. Das wird zu eng sein. Wir wollen den ja auch weiter ausbauen. Der ist so breit wie hier. Ich mache einfach mal so. Keine Ahnung. So. Ja, das passt aber eigentlich auch schon, wenn ich den so baue hier, ne? Machen wir den hier hin. Machen wir so. Oder nehmen wir mal hier. Und dann kann ich den weiter nach links ausbauen. Dann passt das. Hoffentlich reicht das auch aus. So. Den machen wir jetzt weg. Tut mir zwar ein bisschen leid, aber ja, gut. Jetzt hab ich durchgezogen. Boah, da ruckelt sogar bei mir jetzt. Was ist denn hier los, Alter? Krass. Und da sind auch schon wieder Bäume. Cool. Nicht schlecht.
So, dann gucken wir mal nach Zufriedenheit jetzt hier. Das müsste ja eigentlich halbwegs cool sein für Wohngebiete, weil die haben ein kleines Messegelände in der Nähe und so weiter. So, klicken wir mal hier drauf. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Und hier, da bauen wir jetzt hier noch irgendwie Parks hin und so. Am Essen, ich baue jetzt erstmal Wohngebiete. Das wollen sie nämlich haben. Nice, nice, nice. Ich sehe da mal gerne was. Ach, hier sind sogar schon Wohngebiete, sehr gut. So, das war's ja schon. Ah, die können sich jetzt hier ausbreiten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier vielleicht noch einen Park hinbauen. Das kann vielleicht nicht schaden. Machen wir hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu sehr auf hohe Dichte gehe, aber so schlecht kann es nicht sein. Ich mach das mal weg, weil man hat doch hier direkt eine Verknüpfung dahin. Sehr gut. Sollen wir mal bauen, irgendwas, das nicht so teuer ist. Minus 240, minus 120. Wie viel macht der am Radius? Der macht genauso viel. Ja, ich baue den einfach mal hier hin, würde ich sagen. Oder? Ja, hier ist ja auch nur Wohngebiete. Kann man das vielleicht auch noch ein bisschen mit affektieren. Ich baue den jetzt hier hin. So, und dann würde ich gerne direkt dahinter noch einen bauen, wenn das denn geht. So, hier, hätte ich mir gedacht. So. Guck mal, wir machen noch minus 1600. Und jetzt schaue ich nochmal. Joa, also das wird hier mittlere Dichte und das wird hohe Dichte. So schlecht ist das erstmal gar nicht. Und wenn wir die Kläranlage wegmachen, wird das ja alles noch attraktiver. Und den Flughafen müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen ausbauen. Aber nicht komplett. Dann Terminalkapazität 200. Ach, 400 kann der so schon machen. Okay. Ja, da bauen wir eine so eine Bahn erstmal. Passagierterminal. Bauen Sie einen Zubringerflughafen zu einer wichtigen Drehscheibe aus, geeignet für Privatjets von Touristen der oberen Einkommensschicht. Frachtterminal. Wollen wir nicht. Wollen erstmal ein Schild und dann bauen wir davon zwei. Oder was kostet das minus? 350. So. Ja, lass mal erstmal bei zwei. Lass mal erstmal bei zwei und gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. So, machen wir mal weiter. Und gehen wir mal nochmal auf Wohngebiete. Ja, hier könnten wir ja auch noch welche hinbauen, ne? Wie sieht's denn aus von der Attraktivität her? Geht so, sieht doch gut aus. Dann mach ich die Straße mal weg wieder. So. Geht das so hier? Nein, dachte ich mir fast. Auch nicht. So ist aber gut. Dann baue ich jetzt hier noch Wohngebiete hin. So. Cool, cool, cool. Eigentlich können wir hier auch noch gleich machen. So. Dann geht's eigentlich gut. Ich muss ja mal krank. Guck mal, wir machen Plus. Wir machen Plus. 300. Nice. Sollten wir mal gucken, dass wir Gesundheit und so alles ein bisschen erhöhen. Wie sieht es mit Müll aus? Pro Tag geleerte Mülleimer 3400. Pro Tag geleerte Werkstoffbehälter 2500. Ja, wir kommen nicht so ganz hinterher. Schauen wir mal. 2600, 4200. Das müsste ja, das unten müsste steigen, weil das hatten wir ja weiter ausgebaut. Was ist denn hier los? Okay, es wird. Ach ja, wir müssen noch ein Handelsdepot bauen. Hab ich ganz vergessen jetzt. Das machen wir mal noch schnell, bevor ich hier die Folge beende. Ja, die Frage ist nur, wohin? Haben Handelsdepots, haben die auch eine negative Auswirkung? Das will ich mal fix noch nachschauen hier. Ich glaube nicht, ne? Das müsste neutral sein. Ich hoffe es zumindest. Ah, die haben auch negativ. Alles klar. Da müssen wir mal gucken, wo kann man das denn dann am blödesten hinbauen? Hier unten vielleicht. Wenn wir da Platz haben, da haben wir ja wahrscheinlich nicht genug Platz dafür. Ja, da wäre es vielleicht schlau gewesen, das hier noch hinzubauen, hm? Oder hier oben. Hier oben, denke ich, ist gut. Wir bauen das hier oben hin. Das gefällt mir richtig gut. Also auch gleich in der Nähe von dem Recycling Center. Hier hin. So. So, hier würde ich hinbauen. Ei, da reicht der Platz nicht. Scheiße. Und Maxisman muss dann auch mal losschicken. Ei, es ist so viel. Es ist so unfassbar viel jedes Mal. Ja. Mach ich das denn jetzt am blödesten? Was ist denn hier eigentlich? Hier ist doch auch nicht so toll wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich das Handelsdepot hinbauen soll. Aber wisst ihr was? Ich mache das nächste Folge. Dann kann ich auch mal in Ruhe nochmal gucken. Aber wir haben doch einiges geschafft, ne? Also wir haben jetzt hier den Flughafen, wir machen jetzt... Wieso machen wir jetzt schon wieder minus 4000? Verstehe ich gerade nicht.
Aber gut, das wird schon, werden wir schon hinkriegen irgendwie. Ich glaube aber, da dürfte jeder mit mir einverstanden sein, dass der Flughafen jetzt besser liegt. Und wenn jetzt hier noch hohe Wohngebiete kommen, ist das auf jeden Fall von der Planung ein bisschen besser als davor. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut.